Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video wollen wir uns mal das Design des Samsung Galaxy Mega 6.3 genau anschauen. Wir beginnen auf der Vorderseite. Dort sehen wir die Hörmuschel, den Samsung-Schriftzug, Licht- und Annäherungssensor und die 1,9 Megapixel Frontkamera. Dazu das Muster, das sich über das ganze Gehäuse zieht. Unterhalb finden wir einen physischen Home-Button und, wenn das Display an ist, ein Menü und eine Zurücktaste. Das sehen wir hier gerade. Die Benachrichtigungs-LED leuchtet in Rot, Grün oder wahlweise in Blau. Ich glaube, man erkennt das hier ganz gut. Und jetzt gucken wir uns mal das 6,3 Zoll große Super Clear LC Display mit HD-Auflösung an. Auf insgesamt 233 Pixel per Inch kommen wir. Das ist, wenn ihr mich fragt, ein bisschen zu wenig Auflösung für dieses große Display. Auf der Rückseite finden wir eine sehr schöne Struktur, die deutlich besser wahrzunehmen ist als auf der Note-Reihe beispielsweise oder dem Galaxy S4. Das ist das Muster. Unten links finden wir einen Lautsprecher. Wir sehen, finden die 8-Megapixel-Hauptkamera mit Videos in Full HD, den Samsung-Schriftzug und eine Benachrichtigungs-, nein, ein Blitzlicht. Die Kamera steht ein ordentliches Stückchen heraus. Das ist dem einen oder anderen vielleicht unangenehm, weil es dadurch nicht so schön glatt liegt. Wir haben wieder eine sehr, sehr dünne Rückseite. Diese lässt sich aber ordentlich verbiegen. Ich glaube, man kennt das von Samsung-Geräten. Es ist sehr stabil und so leicht kriegt man die auch nicht kaputt. Man soll es aber trotzdem nicht unbedingt ausreizen. Ja, das ist der Lautsprecher in der wahren Größe. Jetzt sehen wir den 3200 mAh starken Akku noch einmal und dieser ist wirklich unglaublich groß. Er ist breiter als das Display des HTC Desire HD und nicht ganz so hoch. Wir sehen hier die Möglichkeit, MicroSD und MicroSIM-Karte einzulegen. Das Ganze verläuft übereinander. Das kennt man so noch nicht. Ja, das ist nochmal die Kamera, nackelig und ohne die Gehäusehülle. Sieht ganz schick aus, steht aber wie gesagt ein bisschen raus. Auf der linken Seite finden wir nur die Laut-Leise-Wippe, die hat einen super guten Druckpunkt und steht ein Stückchen heraus. Rechts ist der Ein-Aus-Power-Button vorzufinden. Was kann der schon? Das Gerät ein- und ausschalten und die Displaysperre aktivieren. Wir finden die Infrarotschnittstelle, ein Mikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung und den 3,5 mm Klinkenanschluss auf der Oberseite. Unten finden wir die Multifunktionsbuchse. Hier können wir auch MHL-Adapter anwenden, um HDMI auszugeben und ein Mikrofon zum Telefonieren. Leider ist das Ganze sehr, sehr, sehr anfällig für Fingerabdrücke. Sieht blöd aus. Naja, das waren die wichtigsten Sachen. Das war das Design. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.